ist für mich völlig irrelevant, wo die Augen sitzen oder ob es zwei Nasen gibt oder ob der Mund völlig fehlt. Das spielt für mich keine Rolle. Mir hat neulich mal jemand ein Foto vorgelegt von einem Gesicht. Und der hat zu mir gesagt, erkennst du da was? Dann konnte ich aber nicht erkennen. Und stand wie immer völlig auf dem Schlauch. Und dann nachher kam raus, das war kein menschliches Gesicht, das war ein Affe. Ein Schimpanse. Ich habe das nicht erkennen können, dass es sich um einen Affen handelt. Schule war der absolute Horror für mich. Alle sahen gleich aus, fand ich. Wenn zum Beispiel große Pause war, dann sind die Klassen alle im Schulhof gewesen. Aber wenn es wieder klingelte, wenn es wieder reinging in die Schule, dann mussten die sich alle sammeln. Also jede Klasse konnte sich mal den einen Tag da versammeln und den anderen Tag da und den anderen Tag da. Das haben die Kinder wohl irgendwie unter sich ausgemacht. Ich habe nie meinen Haufen gefunden. Nie. Nie. Dann habe ich mir eine Liste angefertigt, um diese Lehrer auseinanderhalten zu können. Kam oben der Name drüber in der ersten Spalte und dann, welche Fächer er unterrichtet. Ob er nett ist oder viel rumschreit. Was zieht er an? Hat er einen Bart? Hat er eine Brille? Genau, die Schuhe waren ganz wichtig. Und wenn dann ein Lehrer in die Klasse kam, dann habe ich diese Liste aufgemacht und habe dann immer verglichen. Bloß irgendwann hat mal ein Lehrer diese Liste in die Hand gekriegt. Der hat gesehen, was ich da mache, kam auf mich zu, hat mir diese Liste weggenommen. Wurde denn im Grunde genommen von den Lehrern auch gemobbt in der Schule, ja, weil die mich vor der Klasse einfach hingestellt haben und haben gesagt, du hast den Kopf nur, damit du das Stroh nicht in der Hand halten brauchst. Die Kinder haben das natürlich auch übernommen. Und die ganze Schulzeit war eine sehr, sehr schwere Zeit für mich. Ich kann die Gesichter anderer Leute nicht erkennen, weil ich sie mir nicht merken kann. Und darüber hinaus kann ich mir auch mein eigenes Gesicht nicht merken. Ich kenne zwar mich, aber ich kenne mein Gesicht nicht. Irgendwann habe ich mal in einem Buch gelesen, dass man Selbstporträts zeichnen kann, indem man sein Gesicht abtastet. Und das war für mich eine richtige Offenbarung. Weil ein Gesicht ist so eine Hügellandschaft, die ich mit dem Finger abfahre und dann versuche, zweidimensional auf dem Papier nachzuzeichnen, was nicht so ganz einfach ist. Weil ich mich ganz häufig mit den Verdichtungen und damit mit den dunkleren Stellen auch vertue, weil ich einfach nicht sehe, was ich tue. Das macht mich stolz. Und die gehören alle zu mir, alle. Das ist das Erstaunliche. Also mit den Bildern ist es was anderes, als wenn ich in den Spiegel schaue. In den Spiegel, da bin ich mir nie sicher, wen ich da sehe. Aber die sind von meiner Hand gemacht. Da bin ich mir ganz sicher, dass es meine sind.